Ja, moin, liebe Freunde. Schrotz und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Goodbye Deponia. Ja, Goal dreht sich immer noch. Das ist so gemein, Alter. Oh Mann, ey. Also ich kriege hier mir die ganze Zeit ein zurecht. Und ja, ich gebe auch andere Geräusche von mir dabei. Ich weiß, es ist ungewollt, aber leider ist es so. Egal, wir fahren fort. Ja, wir reden jetzt mit unserem Fan, in Anführungszeichen. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Was wollte ich doch gerade tun? Goal retten? Ich weiß nicht. Eigentlich hat das noch Zeit. Oh. Wie oft kommst du als Fan schon dazu, mit deinem Idol sprechen zu dürfen? Stimmt schon. Alter. Irgendwie. Die arme Frau. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Nö, ist klar, natürlich. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach, die. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, ja, du bist wirklich der Größte. Vor allem, wenn die Angebetete gerade hier regelrecht durchgedreht wird, wie sonst was. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Mhm. Soll das also der Spieler sein, ja? Oh Mann. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Also ganz ehrlich, wäre das echt eine echte Beziehung und der würde seiner Freundin sowas antun. Ich glaube, danach wäre die Beziehung gescheitert. Ganz ehrlich, ich glaube, das macht keine Frau mit und auch kein Mann. Also, ganz ehrlich, das macht doch keiner mit. Es sei denn, so drehwurmfest, aber ich glaube kaum, dass es so jemanden gibt, der wirklich so drehwurmfest ist. Weißt du, dass ich oh, es Mann, war, ey. Der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ja, der finstere Fiskus. Ich lass es einfach mal so stehen. Wahrscheinlich werden nur die Älteren unter meinen Zuschauern verstehen, was ich damit sagen will. Ah. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar! Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. Oh ja, Vergangenheitsbewältigung, ja. Ich glaube auch. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh. Großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Eine drehende Goal? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Alter. Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ja. Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Oh. Ist immer eine gute Idee, vor allen Dingen einen dicken roten Knopf zu drücken. Nebel? Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau. Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nach. Oh Gott, das geht noch schneller. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Arme. Alter, die arme Frau.
Alter, die arme Frau, soll ich das echt mal machen? Komm, ich mach doch mal, ich bin so ein Sadist. Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Okay. Aber sie dreht sich nicht schneller. Ich hätte schon gedacht, sie würde jetzt noch schneller gedreht werden. Alter. Hui, das grün, aber die Punkte. Muss ich das echt machen? Hui. Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel fängt zwar. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen. Meine Propaganda. Darauf verwette ich meine Stiefel. Dann, yo. Das ist der Feuerachs. Muss ich das... Ich musste das echt machen? Warte, Gold! Ich schieße dich frei! Oh Gott, nein, die Arme! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin einfach nur hier alt! Oh Scheiße, nein! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall! Auch das noch! Na toll! Hier ist die Munition alle! Die Munition ist auch noch alle! Na toll! Hier ist die Munition alle! Ja, super! Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit? Der Organon, der Leib und der Spaßbremse. Alter, Junge! Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! Der Junge brennt vor allen Dingen. Verdammt! Oh, grausames Kram. Wer dokumentiert denn jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Der brennt vor allen Dingen gerade selber. Feuerangst. Nicht bevor ich es beim Patentamt angemeldet habe. Was will er machen? Ich habe Cole versprochen, sie nie wieder mit Äxten zu bewerfen. Ja, glaube ich auch zu Recht. Alter. Was mach ich denn jetzt? Jo, wir gesellen uns einfach zu. Nein, sagt er so einfach. Jo! Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ich glaube, das ist mehr als nur das Fenster. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles im Guter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Oh, nee, ey. Wo ist er mit Heliumgas? Ja, ich glaube auch. Oh, Mann, ey. Alter. Yeah. Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand.
Also ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Goal braucht überhaupt erstmal wahrscheinlich ein Bad. Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Wow. Es war schon irgendwie lässig. Okay. Interessant. Offenbar mag es Goal, so durch die Gegend gedreht zu werden. Okay, alles klar. Jederzeit wieder, ne? Also. Alter, gibt es solche Leute, die wirklich auf sowas stehen? Oh Gott, nein. Bitte. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch fliege. Ich wusste es. Arschfalle. Das wäre ja zu peinlich. Ah, genau so ein Spiel brauche ich jetzt, ehrlich. Ohne Witz. Also, ich glaube, es sollte so sein, dass ich im Dezember wirklich Deponia spiele wieder. Ach, schön. Herrlich. Da geht die Laune doch steil bergauf. Da braucht man keinen Alkohol für, liebe Kinder. Man spielt einfach Deponia und schon geht's einem besser. Ist ja irre. Er macht dann noch seine irre Posen da. Oh, nee, ey. Ich bin völlig fertig. Ich habe Tränen in den Augen vor Lachen. Herrlich. Ich habe die ganzen letzten Tage und Wochen habe ich nicht mehr so gelacht wie jetzt. Herrlich. Vor allen Dingen, da ich jetzt die letzte Woche auch gar nicht aufgenommen habe, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich mal wieder aufnehme. Ja, das mit die Idee mit dem Vorrat hat mal wieder super geklappt. Nicht. Es war ungefähr so eine kleine Rufus-Idee, wenn man so will. Nur, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Puh, schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Puh, ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minitekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Oh, okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minitekel. Alles klar. Danke, mein Bester. Hotel mit Dämonen hatten wir schon mal, beziehungsweise es war ja ein Geist, kein Dämon, 2 Geister. Ich steuerte auf Vampire the Masquerade Bloodlines an das Ocean House Hotel. Ocean House Hotel hieß es so? Ich glaube ja. War auf jeden Fall eine Andeutung auf den Film Shining. Mit, nicht Nicolas Cage, wie hieß der noch? Der auch den ersten Joker gespielt hat. Ganz bekannter Schauspieler. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich habe mir das Hirn so weggelacht, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Ist auf jeden Fall schon ein älterer Schauspieler. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wow. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Alles klar. Alter, was ist denn da los? Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minute.
Minitekel, seltsamer Name für ein Hotel. Minitekel? Seltsamer Name für ein Hotel? Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Oh nein, ey. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ach, die. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Ich wollte gerade sagen, die Kamera schwenkt ja nicht. Das war ja nicht, nicht so typisch. Salzstoff. Oh Gott, was kommt denn da wieder auf uns zu? Die Stühle sehen auch klasse aus. Alter. So, erstmal einen Salzstreuer einkassiert. Pfefferstreuer. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Salzstreuer, der irgendwie umgebaut wurde. Keine Ahnung. Vor allem sind das Rohre. Das sieht aus wie Rohre. Die Tische sind auch so halbwegs zusammengezimmert. Ohne Kaffeemaschine. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Staub. Ich wusste es. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Ja, Huste. Ja, den Dialog kennen wir schon aus Teil 1. Tatsächlich, da gab es den auch. Aus Deponia. Schöne Andeutung. Ah, das Spiel ist übrigens von 2013, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich habe es aber mit in die Videobeschreibung geschrieben, dass das Spiel schon 2013 rauskam. Also das Spiel hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Und ansonsten soweit. Habe ich jetzt gerade keine Informationen. Also, kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ja. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Oder Korkenzieher. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Kork. Mutter. Alter. War ja böse. Okay, wir brauchen also einen Schraubendreher. Das ist hier kein Zieher, es ist ein Dreher. Damen und Herren, ne? Raus, ja. Ich zieh raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Was ist denn hier los? Zimmertür, Zimmertür, okay. Oh Gott, müssen wir jetzt jedes Zimmer einzeln durchsuchen, oder was? Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn! Hey, elf mich nicht nach, du! Moment mal! Ich kenn dich! Du bist... sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen! Der Wahrsager aus Porta Fisco! Bin ich nicht. Oh, du lügst! Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier!
Sag mal, der Synchronsprecher, ist das nicht einer von den Brüdern aus Yu-Gi-Oh! Aus der ersten Staffel? Wie hießen die noch? Die sind auch in Yu-Gi-Oh! GX aufgetaucht. Ah, Mann, wie hießen die noch? Die den Torwächter immer gespielt haben oder spielen wollten. Die Kazajin, Suijin und Zanga den Donnerdämonengott hatten. Mann, wie hießen die noch? Ich komme nicht auf ihren... Ich habe gerade ein miserables Namensgedächtnis. Das ist furchtbar. Ich komme nicht mehr auf ihren Namen. Aber ich glaube, er hat einen von denen gesprochen. Oder vielleicht sogar beide. Aber ich komme gerade nicht auf die Namen. Also ich weiß, welche Monster sie gespielt haben, aber ich komme nicht auf den Namen des Sprechers. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Ich überlege jetzt gerade krampfhaft, wie die beiden hießen. Die Gebrüder Paradox, so wurden sie genannt. Para und Dox hießen sie, glaube ich. Hießen sie Paradox? Ja, die Gebrüder Paradox wurden sie genannt. Oder hießen sie wirklich Para und Dox? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Aber es kann sein, dass sie so hießen. Liebe Freunde, wir fahren im nächsten Part fort. Ich hoffe, dass es dann meiner Stimme auch ein bisschen besser geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund, lacht viel, dann ist es immer gesund. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, tschüss, Freunde.